Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und all unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit dem Wochenspruch für die kommende Woche aus Psalm 103, Vers 2, grüßen wir einander zu diesem Konfirmationsgottesdienst. Dieser Wochenspruch: Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, soll auch der Predigttext sein. Die Dankbarkeit ist das Hauptmotiv für mich an diesem Festsonntag. Die Dankbarkeit dafür, dass wir einen so schönen Sonntag hier als Spätsommertag erleben dürfen zu diesem Fest. Wie schön! Gestern wurde die neue Kirchenpräsidentin unserer Landeskirche in Leer eingeführt. Pastor Roloff war dabei. So ein schöner Tag, ein Festtag für unsere Landeskirche und heute ein Festtag für unsere Brandlechter Gemeinde. Dankbar bin ich für diesen Tag, dankbar für euch sechs Konfirmandinnen und Konfirmanden und dankbar, dass ich diesen Gottesdienst sozusagen auch als Schlusspunkt in meiner aktiven Pastorenzeit nochmal mit euch, mit der ganzen Gemeinde erleben darf. Wir wollen Gott loben, gleich mit dem ersten Lied und mit dem Posaunenchor. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Der bekannte Choral, er steht in den Programmen gleich vorne als erstes Lied abgedruckt. Darf ich mal eben fragen, habt jeder die Möglichkeit, in ein Programm einzuschauen oder fehlt irgendwo ein Programm? Können wir da, sind da noch welche auf dem Tisch? Gut. Das wäre schade, wenn jetzt einige kein Programm haben, nicht mit einschauen können. Prima. Dann kann der Posaunenchor mit dem Vorspiel starten. Und ich bitte, singen Sie alle kräftig. Heiko Konja hat mir erzählt, bei den letzten Gottesdiensten war die Gemeinde kaum zu hören. Das soll uns heute nicht passieren. Thank you.
Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, ja, wir singen dein Lob an diesem Sonntagmorgen. Wir sind so froh, dass wir diesen lang geplanten und ersehnten Gottesdienst hier auf dem Kirchplatz feiern können. Wir freuen uns über die 6 Jugendlichen, die konfirmiert werden, und über ihre Familien und Gäste. Wir freuen uns über unseren Posaunenchor, der endlich wieder seiner ureigenen Bestimmung nachkommen kann und weithin hörbar den Festcharakter hinausposaunt. Wir freuen uns über unsere Band. Und wir danken dir, dass wir nach langer Zeit wieder einmal so richtig groß Gottesdienst feiern dürfen vor dir. Und doch leben wir weiterhin unter den Vorzeichen der Pandemie. Wir müssen vorsichtig bleiben und wissen nicht, was der Herbst und der Winter bringen. Heute aber wollen wir nun fröhlich und unbeschwert mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden feiern. Hab Dank für dieses junge Leben in unserer Gemeinde. Und sei du nun unter uns mit deinem Heiligen Geist. Amen. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium im 15. Kapitel, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und er sprach: Ein Mensch hatte 2 Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt und gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlacht's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Amen. Mit Hope Solo singen wir einen nächsten Choral.
Es ist nun danket alle Gott. Wir haben jetzt ein modernes, etwas poppigeres Arrangement für diesen Choral gewählt. Sie merken immer, wenn die Strophen kommen, dann dürfen Sie gerne mitsingen. Aber achten Sie auch drauf, zwischendurch gibt es Pausen. Und hören Sie auf Marieke und das schöne Arrangement. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Liebe Festgemeinde, erkennst du mich gar nicht mehr? Der freundliche ältere Herr schaut mich nachsichtig lächelnd an. Ich stehe vor der Kirche in einem Dorf in der Niedergrafschaft. Soeben ist der Gottesdienst zu Ende und ich verabschiede noch die Gottesdienstbesucher an der Kirchturmtür. Mir war der ältere Herr schon vorher aufgefallen, weil er mich so intensiv und vertraut angelächelt hat während der Predigt.
Jetzt stellt sich heraus, es ist ein alter Schulfreund noch aus Grundschulzeiten. Als Kind habe ich ihn gerne besucht. In dem Haus seiner Familie war ich gerne zu Gast, denn ich war dort willkommen. Es herrschte eine angenehme, entspannte Atmosphäre und es gab Brotscheiben mit Zucker drauf. Langsam erkenne ich auch vertraute Züge in dem Gesicht des älteren Herrn wieder. Vorher war er mir ganz fremd vorgekommen. Und auf einmal fällt mir ein, dass ich selber ja auch inzwischen ein älterer Mann bin, im Alter eines Großvaters. Und mir wird bewusst, dass ich ja auch vollkommen anders aussehe als damals. Liebe Gemeinde, vielleicht kennt ihr auch solche Situationen. Manchmal lässt unser Erinnerungsvermögen zu wünschen übrig. Wir vergessen Menschen und Dinge, die uns früher einmal sehr wichtig gewesen sind und die uns gut getan haben. Wir wundern uns über die Veränderungen bei anderen und haben von uns selber ein unrealistisches Bild, weil wir uns noch viel jünger fühlen, als wir sind. Bei euch Konfirmanden ist das zum Glück anders. Ihr habt mich und euch und unsere Kirche noch gut wiedererkannt, obwohl unser Konfirmandenunterricht ja nun auch schon ein halbes Jahr zu Ende ist. Und ich erinnere mich auch selber noch gerne an euren Vorstellungsgottesdienst. Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Gemeinde als Online-Gottesdienst gestaltet. Und inzwischen fast 1000 Mal aufgerufen und angeklickt. Ich bin auch sehr dankbar für eure Konfirmandenprüfung. Das war eine der schönsten und besten meiner Pastorenlaufbahn und ihr habt mir das zum Schluss noch mal so beschert. Ihr wart beeindruckend gut vorbereitet. Insgesamt freut sich unsere Gemeinde über euch Jugendliche. Und eure Eltern und Großeltern, die müssen sich heute vielleicht auch manchmal die Augen reiben, wenn sie euch jetzt so sehen. So jung, so schön und eben keine kleinen Kinder mehr. Manchmal erschrecken wir Erwachsenen dabei auch ein wenig, wenn uns bewusst wird, wie die Zeit weitergegangen ist. Sie haben erlebt, dass ihr immer selbstständiger wurdet, dass ihr reifer geworden seid und dass sie auch nicht mehr immer so gebraucht werden. Sie haben weniger Einfluss. Und das alles hat etwas mit Loslassen zu tun. Und wir neigen oft dazu, als Erwachsene euch immer noch als Kinder sehen zu wollen. Manchmal werdet ihr uns vielleicht sogar ein wenig fremd. Ist das wirklich noch der kleine Junge im Sandkasten? Das Mädchen, das mit Puppen gespielt hat? Ja, die Zeit rennt. Und man kann darüber als Erwachsener gelegentlich ein wenig erschrecken. Euch Jugendlichen geht's ja anders. Euch kann es manchmal gar nicht schnell genug gehen, etwas älter zu werden und noch mehr zu dürfen. Die Zeit geht weiter. Das Wort aus Psalm 103, Vers 2 empfiehlt uns, Gott zu loben für die Zeit, die er uns schenkt und das Gute nicht zu vergessen. Vergesst das Gute nicht, das euch eure Eltern, eure Großeltern, eure Familien, eure Lehrer und eure Trainer und andere mitgegeben haben. Ich bin sicher, dass ihr Jugendlichen ein sehr gutes Gespür dafür habt, welche Menschen euch wirklich Gutes wollen, gut tun. Ihr spürt sehr genau, ob ein Erwachsener wirklich sich für euch interessiert
und euch helfen will oder ob da nur einer freundlich tut, aber in Wirklichkeit nur oberflächlich sich für euch interessiert. Ich glaube, ihr wisst sehr genau, ob jemand wirklich euer Bestes will oder euch ausnutzt und im Grunde nur an sich selber denkt. Ihr spürt auch, ob jemand nur bestimmen will, die Regeln festlegt oder ob euch jemand wie eure Eltern wirklich vor Schaden bewahren will, wenn sie sagen, das verbiete ich euch jetzt, das soll ihr nicht machen. Der Psalmbeter glaubt an einen Gott, von dem er ganz sicher ist, dass er ihm Gutes tut, Gutes getan hat. Ich weiß nicht, wer diesem Psalmbeter den Glauben nahegebracht hat. Ich weiß auch nicht, was er womöglich als Kind oder Jugendlicher erlebt hat. Aber in seinem Psalm höre ich, wie er sich ganz fest vornimmt, nicht zu vergessen, was Gott für ihn bedeutet. Er weiß, dieser Gott, an den ich glaube, liebt mich wirklich. Er gibt mir alle Freiheiten. Er lässt mich sogar großen Mist bauen und hat mich immer noch lieb. Zu ihm kann ich zurückkommen, wenn ich mich einmal vollkommen verrannt habe. In der Lesung vom Gleichnis vom verlorenen Sohn haben wir das gehört. Vergiss nicht, da ist einer, der seit deiner Taufe zu dir gehört und zu dem du gehörst. Du gehörst zur Gemeinde von Jesus. Und darum gehörst du auch zu dem Vater, von dem Jesus dieses Gleichnis erzählt. Und wir Christen brauchen die Erinnerung an diese Geschichten der Bibel. Wir brauchen unsere Gottesdienste, in denen wir an ihn erinnert werden. Wir brauchen es, dass wir uns gegenseitig auf diesen Vater immer wieder aufmerksam machen und zu ihm beten. Natürlich kann man auch alleine seinen Glauben leben, aber alleine vergisst man auch viel schneller. Darum fordert der Psalmbeter sich selber auf: Lobe den Herrn, meine Seele. Und zwar zusammen mit anderen, so wie gerade bei dem Lied: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Oder nun danket alle Gott. Lobt ihn zusammen, lobe den Herrn, meine Seele. Und dafür brauche ich die anderen und die Musik. Und vergiss nicht. So spornt er sich zum Glauben an. Er ruft sich und seine Seele auf. Die Seele, das ist das Innerste, der tiefste Kern meines Ichs. Da, wo ich anderen und mir selber nichts mehr vormachen kann. Da, wo ich wirklich echt bin mit dem, was ich fühle und denke. Da ist meine Seele. Dieses wahre Ich soll nicht vergessen, dass Gott da ist und dass mein Leben darum einen Sinn hat. Und liebe Konfirmanden, für mich in meinem Leben, im Beruf, aber auch privat, ist diese Erinnerung wichtig geblieben. Ein ganzes Leben. Der Psalmbeter zeigt an Gott glauben und sich zu Jesus halten. Dazu muss man sich auch immer wieder aufrufen. Dazu muss man sich ganz klar auch bewusst entscheiden. Mich daran erinnern, meine Seele aufrufen, glaube, vertraue auf Gott, denn ich habe ja auch ganz viele Zweifel. Manchmal weiß ich gar nicht so recht, was ich glaube. Ich habe auch große Ängste. Darum muss ich mich dazu aufrufen, trotzdem glauben. Das muss man auch wollen und dazu muss man sich entscheiden. Und ich hoffe, dass eure Konfirmation auch ein bisschen davon hat, dass ihr euch ganz bewusst entscheidet, ja, ich will das auch versuchen, als Christ zu leben. Und ich will zu Jesus gehören. Und dann kann dieser Glaube eine große Hilfe und ein Trost werden im Leben und im Sterben. Mal sehen, was ihr von eurem Konfirmandenunterricht im Gedächtnis behaltet, wenn man euch später mal fragt.
Ein paar Texte, die ihr auswendig gelernt habt, die immer noch im Ohr klingen. Was ist dein einziger Trost? Eine nette Gruppe, in der ihr euch wohlgefühlt habt. Ihr kanntet euch ja schon alle von Grundschulzeiten her. Zwei Freizeiten auf Borkum. Hat keine andere Konfirmationsgruppe gehabt, nur ihr. Zweimal Borkum. Eine Gemeinde und hier diese Dorfkirche, die zu eurer Kindheit und Jugend gehört und die ihr jede Woche in der Schulzeit auch mal gesehen habt und davor noch gestanden und geklönt. Ein Pastor, der euch als letzte Gruppe bis zur Konfirmation geführt hat. Ich hoffe, dass ihr bei all dem gespürt habt, dass das auch etwas Gutes für euer Leben ist und bleibt. Dass es wirklich bei alledem um euch ging. Und wenn wir uns dann später, vielleicht nach langer Zeit, noch einmal begegnen, womöglich zufällig irgendwo in der Stadt oder auch in einem Altenheim, wer weiß, wo ich dann bin, vielleicht erkennen wir uns dann am Anfang gar nicht. Vielleicht bin ich auch schon dement. Aber vielleicht kommen da trotzdem auf beiden Seiten Erinnerungen wieder hoch. Positive Erinnerungen, in denen das steckt, worum es im Konfa letztlich geht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Wir hören nun von Hope Solo, Gott sei Dank. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, bei eurer Taufe wart ihr noch sehr klein. Ihr wurdet zur Taufe getragen. Damals haben die Eltern die Verantwortung übernommen, dass ihr Kinder erfahren sollt, was die Taufe bedeutet.
Die Gemeinde hat bei der Taufe versprochen, die Eltern dabei zu begleiten. Heute ist der Einschnitt erreicht, die Zeit des Kindergottesdienstes und des Konfirmandenunterrichtes sind vorbei. Aber auch die Zeit, in der eure Eltern alles sagen lasst und eure Eltern für euch Entscheidungen trefft, ist vorbei. Oder neigt sich deutlich dem Ende zu. Ihr entwickelt Persönlichkeiten, seid auf dem Wege, verantwortliche Frauen und Männer zu werden. Ihr habt unsere Gemeinde genauer erkundet. Ihr habt Traditionen unserer reformierten Kirche kennengelernt. Ihr habt von Gott und Jesus gehört. Habt darüber nachgedacht, wer Gott für uns ist, was Jesu Kommen in die Welt, sein Tod und seine Auferstehung für uns bedeuten. Davon konnten sich eure Eltern und Mitglieder des Kirchenrates in der Konfirmandenprüfung ein Bild machen. Es war das Besondere, das Wertvolle am Konfirmandenunterricht, dass ihr im Singen und Beten, im Gespräch über Gott und in der Gemeinschaft über Schulgrenzen hinaus etwas davon erlebt habt, was es heißt zu glauben. Gott verändert uns zum Guten, wenn wir auf sein Wort der Bibel hören. Damit wir nicht vergessen, dass Gott bei uns ist, was auch kommen mag, feiert die Gemeinde Gottesdienste und ruft seinen heiligen Namen an. Sie jubelt mit den Fröhlichen, sie schweigt mit den Entsetzten, sie singt für die Traurigen, sie betet für die Sprachlosen, sie predigt für die Suchenden und für die Sicheren. Sie bekennt, dass alle ganz auf Gottes Zuverlässigkeit und seine Barmherzigkeit angewiesen sind. Und sie schmeckt und sieht, dass Gott treu ist, wenn sie das heilige Abendmahl feiern. Mit der ganzen Christenheit bekennen wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Dazu bitte ich euch und alle anderen in der Kirche, wenn es ihnen möglich ist, aufzustehen und mitzusprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Unser ganzes Leben sind wir als Christen auf dem Weg, richtig zu verstehen, was es heißt, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Das haben auch schon die Generationen vor uns getan und sie haben versucht, das Entscheidende zusammenzufassen. Mit unseren reformierten Vorfahren antworten wir auf die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Auf die Frage, was glaubst du von der einen heiligen allgemeinen christlichen Kirche, antwortet der Heidelberger Katechismus. Ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und sein Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis am Ende versammelt, schützt und erhält, und dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, Gott sagt euch zu, ich will mit euch durch das Leben gehen. Ich will da sein, wenn es euch gut geht, und ich will da sein, wenn es euch schlecht geht. Und ich zeige euch Menschen, die euch helfen, und ich zeige euch Menschen, die euch und eure Hilfe brauchen, euren Trost, euren Besuch, eure Umarmung, euren Einsatz mit all euren Kräften. Jetzt ist es an euch, auf diese Zusage Gottes und auf diesen Anspruch zu antworten. Und so frage ich euch jetzt, wollt ihr zu der Gemeinde gehören, die Jesus Christus als ihren Herrn bekennt? So antwortet alle miteinander ja. Ja. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ihr könnt euch gleich setzen und der Reihe nach kommt dann ihr nach vorne, Hannes als Erster, und sprecht an diesem Mikrofon euren Konfirmationsspruch zur Gemeinde und dann dreht euch zu mir hin und ich sage euch noch ein paar persönliche Sätze dazu. Ihr könnt euch noch mal setzen und Hannes kommt als Erster. Heiko, kommst du auch? Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Lieber Hannes, wenn ich dich anrufe, so beginnt dein Konfirmationsspruch. Schön, wenn man bei Leuten aus der Gemeinde immer mal anrufen kann. Das konnte ich bei eurer Familie, weil praktisch alle bei Balders auch bereit sind, in der Gemeinde mitzuhelfen, wenn sie gebraucht werden. Du bist nun der Letzte, der durch die Konfirmation auch ein mündiges Gemeindeglied wird. Ich freue mich sehr, dass du bei den Bläsern dabei bist und dass du ja auch bei Hope Solo als Sänger mitwirken möchtest. Wie schön. Und da werde ich dich bestimmt auch noch oft anrufen oder WhatsApp schreiben, die kennen das alle schon. Ne? Ich brauche wieder einen für nächsten Sonntag oder so, wenn wir irgendwo einen Auftritt haben. Dein Konfirmationsspruch erinnert uns daran,
dass wir im Gebet auch immer einen ganz kurzen Draht zu Gott haben und ihn anrufen können. Ich wünsche dir, dass du diesen Draht in deinem Leben oft benutzt. Dein Konfirmationsschein. Die Handreichen tun wir im Moment noch nicht. Dann bitte ich Annika Husmann. Sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, dein Gott, der Herr, bin bei dir, wohin du auch gehst. Liebe Annika, in deinem Konfirmationsspruch geht es um Mut. Und dass du eine mutige junge Dame bist, das hast du mir bewiesen. Zuletzt bei deinem Teil der Predigt für den Vorstellungsgottesdienst. Du warst, glaube ich, mit die Erste, die bereit war, einen Teil der Predigt zu übernehmen. Und du hast mir dann auch sehr bald schon eigene Formulierungen zugeschickt. Ich wünsche dir weiterhin so viel Mut und Entschlossenheit in einer Zeit, wo vieles uns ängstlich und mutlos machen kann. Gott verspricht dir, mit dir auf deinem Weg zu sein. Hoffentlich findest du dann in deinem Leben immer wieder auch eine Gemeinde, die dich daran erinnert und die dich im Glauben stärkt. Alles Gute, Gottes Segen. Jetzt ist Sophie Holbur dran. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe Sophie, fürchte dich nicht. Damit beginnt dein Konfirmationsspruch und darüber haben wir bei unserem Gespräch, bei meinem Besuch geredet. Denn das ist eine der häufigsten Ermutigungen in der Bibel. Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Du selber hast in unserem Gespräch gleich an die Weihnachtsgeschichte erinnert, wo die Hirten vom Verkündigungsengel dieses Fürchte dich nicht hören. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Das ist Weihnachten. Und der zweite Teil von deinem Konfirmationsspruch, der erinnert an Ostern. Christus spricht, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und du hast gesagt, dieser Mut, die da darin steckt, diese Ermutigung, das Leben, das ist sowas, was wir auch brauchen. Und ich finde, in deinem Konfirmationsspruch hast du Weihnachten und Ostern zusammengepackt, die beiden wichtigsten Feste der Christenheit. Und dass du die noch oft in einer Gemeinde schön feiern kannst, wünsche ich dir von Herzen. Jetzt kommt Sophie Raab. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Liebe Sophie, dein Konfirmationsspruch ist eine wunderbare Zusage. Eine Zusage von Geborgenheit, dass du getragen und geborgen bist. Und dieser Spruch wird deswegen oft, ganz oft bei Taufen von Eltern für ihr Kind gewünscht. Gott sorgt für unsichtbare Helfer und Beschützer. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass solche Engel da sein mögen auf deinem Weg, das wünschen wir dir. Manchmal wirst du vielleicht ganz wenig davon spüren, denn diese Zusage ist keine Garantie für ein leichtes Leben. Aber die unsichtbaren Helfer Gottes werden da sein. Und dann kommt es darauf an, dass du sie entdeckst, so unscheinbar sie auch sind, und dass du ihnen dann vertraust. Ich wünsche dir, dass du viele solcher Engel in deinem Leben hast und dass du sie manchmal auch sehen und umarmen kannst. Jetzt kommt Lotte Richtering. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Liebe Lotte, alles ist möglich. Ein fester Glaube kann ganz viel bewegen und möglich machen, was man
vielleicht am Anfang gar nicht für möglich hält. Jesus hat sogar mal gesagt, dass der Glaube Berge versetzen kann. Dass das möglich ist, dass der Glaube viel bewegt, das hat man im Sport immer mehr auch entdeckt. Mentales Training nennt man das dann, und in vielen Profimannschaften arbeiten im Betreuerteam inzwischen Psychologen mit. Positives Denken und ein fester Glaube sind wichtig. Nicht nur, wenn man Höchstleistungen im Sport bringt. Wir brauchen das in unserem ganzen Leben. Dieses Selbstzutrauen, dieses Zutrauen, diesen Glauben, dass da was geht. In der Kirche führen wir diese Kraft des Glaubens auf Gott zurück. Wir glauben an einen unsichtbaren Gott und wir vertrauen sogar auf einen Gekreuzigten. Ganz schön verrückt eigentlich. Und trotzdem steckt da diese große Kraft darin. Und dass du die immer wieder entdeckst, wünschen wir dir für dein Leben. Und schließlich Arne Stübel. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Lieber Arne, mit deinem Konfirmationsspruch erinnerst du dich und uns alle daran, was das Wichtigste ist in unserem Leben. Das größte Geschenk und die größte Gabe, die Gott uns gibt, ist die Liebe. Sie ist die Kraft, die Menschen auf den Weg bringt, die zum Beispiel einen jungen, verliebten Mann womöglich mit seinem neuen Roller weit fahren lässt zu seiner Liebsten. Ich weiß ja nicht, ob das dann schon irgendwann auch bald geschehen wird. Die Liebe ist so stark, dass sie Menschen manchmal total verändert. Manchmal erkennt man jemanden kaum wieder, weil er auf einmal verliebt ist und das was ganz Großes für ihn ist und ihm total stark macht, aufbaut. Aber die Liebe ist gleichzeitig sehr empfindlich und zerbrechlich, so dass man sehr behutsam damit umgehen muss. Man kann sich auch sehr wehtun. Gott hat viel mit Liebe zu tun. Das sagt dein Konfirmationsspruch. Man kann Gott ja nicht definieren, man kann ihn nicht festlegen. Er ist immer größer als unsere Vorstellungen von ihm. Aber wenn es eine Beschreibung gibt in der Bibel, die auf Gott zutrifft, dann ist es diese. Gott ist die Liebe. Und dass du diese Liebe erfährst und bewahrst in deinem Leben, das wünschen wir dir von Herzen. So, nun haben wir den Höhepunkt unseres Konfirmationsgottesdienstes, euer Ja-Wort, eure Konfirmationssprüche, jeden von euch nochmal einzeln zu sehen und zu hören, erlebt. Und das ist Grund zur Freude. Da wollen wir jetzt was Fröhliches spielen mit der Band. Und die Band wird uns jetzt ein schönes Lied spielen, wo aber alle ein bisschen mitsingen können. Das ist nämlich ganz einfach. Sanna Sananina, das kommt von Hosanna, Hosianna. Und wir hören erstmal ein paar karibische Klänge. Ne? Lars und, genau, Flo spielt ein paar Mal ein bisschen karibisch, damit wir ein bisschen in das Feeling reinkommen. Dürfen auch gerne alle mitschnipsen gleich. Erstmal ein paar Mal vorweg, bitte. Mal den Text. Sana, sana, nina, sana, sana, sana. Sana, sana, nina, sana, sana, sana. Sana, 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 nina, sana, sana, sana. Danke. Sana. Danke, danke. Da ist noch viel zu wenig los. Ich glaube, müssen wir alle aufstehen hier. Und so.
Man darf auch ruhig ein bisschen am Platz tanzen hier. Da kann nichts passieren, das ist Pandemie ungefährlich. Okay, nochmal Karibik-Sound bitte. Auf geht's. Gebet, das nun kommt, gehört ein Kehrvers, den wir mit Hum So Hop Solo zwischendurch singen. Und wir üben ihn einmal vorweg. Ich bitte einmal, dass wir es einstimmig mit der Gemeinde mal singen. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Die beiden anderen zu mir, die mitwirken beim Gebet. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass diese jungen Menschen ihr Ja gesagt haben. Sie gehörten schon vorher durch ihre Taufe zu deiner Kirche. Aber jetzt haben sie sich auch selbst dazu bekannt. Wir bitten dich, lass sie im Glauben und bei der Gemeinde bleiben.
Du kennst ja auch unsere großen Fragen und Zweifel. Lass sie in ihrem Leben immer wieder gute Erfahrungen machen können mit der Kirche, die von vielen Menschen so kritisch gesehen wird oder ganz unwichtig geworden ist. Herr, du bleibst wichtig für uns, damit unser Leben eine gute Richtung nimmt und ein Ziel hat. Für diesen Festtag in unseren Familien. Hilf uns, damit wir den Jugendlichen einen schönen festlichen Rahmen geben können für ihren Tag. Wir haben erlebt, wie sie in ihrer Konfirmandenzeit immer reifer und größer geworden sind. Wir sind stolz auf sie, wenn wir sie heute ansehen. Aber wir haben auch immer noch eine große Verantwortung für sie. Wir bitten dich, hilf uns, ihnen gerecht zu werden. Lass uns nach und nach immer mehr zu Gesprächspartnern auf Augenhöhe für sie werden und Freunde, denen sie vertrauen. Bewahre sie auf ihren Wegen durch die Schule und in einer Ausbildung. Heute aber lass uns fröhlich mit ihnen feiern können. Gott der Gemeinschaft schenkt. Hab Dank für unsere reformierte Kirchengemeinde in Brandlecht. Sie ist bei weitem nicht perfekt, aber doch liebenswert. Du weißt, was wir durch die Pandemie, die Kirchenwahlen und den Pastorenwechsel große Veränderungen erleben. Wir bitten dich, hilf uns immer wieder Menschen zu finden, die bereit sind, sich zu engagieren. Wir bitten dich für diese jungen Gemeindeglieder. Zeige ihnen, was du mit ihnen vorhast. Und hab Dank, wenn Sie auch bei uns aktiv dazugehören wollen. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into Herr unser Gott, wir denken heute wie in jedem Gottesdienst auch an die Kranken und Trauernden unter uns und in unserem Bekanntenkreis. Und wir bitten für Menschen in der Welt, die heute kein Fest feiern können, sondern in großer Not sind. Und wir denken besonders an Menschen in Afghanistan, die um ihr Leben fürchten. Wir bitten dich auch für den Wahlkampf in unserem Land. Bewahre uns bei aller nötigen Auseinandersetzung um den richtigen Weg vor unfairer Anfeindung und vor Hass. Alles, was uns noch bewegt, legen wir in der Stille in deine Hand.
Amen. Ich lese die Abkündigung. Am kommenden Sonntag, den 12. September, findet zur gewohnten Zeit um 10 Uhr der Gottesdienst mit Taufe in unserer Kirche statt. Unter Einhaltung der Corona-bedingten Vorgaben feiern wir unseren Gottesdienst in der Kirche. Sollte ein Gottesdienst draußen stattfinden, wird darüber kurzfristig im Kirchenblitz informiert. Die Predigt am nächsten Sonntag hält Pastor Rainer Roloff. Die Kollekte am 29. August für die Jugendarbeit im Synodalverband betrug 76 Euro. Im Klingelbeutel wurden 40 Euro zusammengelegt. Die Kollekte am gestrigen Einschulungsgottesdienst der Grundschule betrug 80 Euro. Bestimmt für Aktion Schulbücher der Norddeutschen Mission. Eine Spende in Höhe von 50 Euro ging ein für wo am nötigsten. Herzlichen Dank für alle Gaben. Die Kollekte in diesem Gottesdienst ist bestimmt für die Jugendarbeit in der evangelisch-reformierten Kirche. Dazu heißt es, für die heute konfirmierten Jugendlichen endet nun die Konfirmandenzeit. Doch die Angebote der Kirche hören für diese Mädchen und Jungen nicht auf. Wichtig sind dabei vor allem die vielen Jugendfreizeiten, die von engagierten Ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleitet werden. Bei kirchlichen Jugendfreizeiten erleben Jugendliche Gemeinde auf Zeit. Hier machen sie Erfahrungen mit dem christlichen Glauben. Die Freizeitarbeit wird von der Gesamtkirche finanziell unterstützt, sowohl die Freizeiten selbst als auch die Schulungen der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit diese auch weiterhin geschehen kann, wird die heutige Kollekte für die Jugendarbeit erbeten. Spenden können Sie auch persönlich im Gemeinde- oder Pfarrbüro abgeben. Allen, die in dieser Woche Geburtstag haben, gratulieren wir herzlich und wünschen Gottes Segen. Der Konfirmandenunterricht findet wieder wie gewohnt am Mittwoch um 15, 16 und 17 Uhr statt. Die Eltern-Kind-Gruppe trifft sich mittwochs von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Genauere Informationen erhalten Sie bei Daniela Dierig. Herzliche Einladung zu einem Nachmittag der Begegnung. Abschied und Neubeginn am 12. September ab 15 Uhr möchte der Kirchenrat unsere Gemeinde gemeinsam mit den Ehepaaren Bemburg und Roloff herzlich einladen. Im Turm liegen Anmeldelisten aus. Wir bitten Interessierte, sich dort verbindlich einzutragen. Heute nach dem Gottesdienst können aus technischen Gründen noch keine Sticks herausgegeben werden. Gerne ab Montag bei Britta Sandschulten im Gemeindebüro abholen. Bei unserem Gebet soeben fehlte ja noch das Unser Vater. Das wollen wir heute singen mit dem Posaunenchor. Das ist das nächste Lied. Und zwar ist es so, dass wir immer zwei Strophen, das sind vier Zeilen, zusammennehmen und dann kommt der Kehrvers zwischendurch, der unten drunter steht, Vater, unser Vater. Also wir singen zuerst bis sollen alle es sehen und dann kommt Vater, unser Vater. Dann kommen die nächsten beiden Strophen bis immer liebst und dann kommt wieder der Kehrvers und zum Schluss nochmal. Ich glaube, das kriegen wir hin. Thank you.
Ergänzend zu den Abkündigungen möchte ich noch besonders einladen zu einem Gitarrenkonzert am kommenden Donnerstag. Es beginnt jetzt wieder das Gitarren- und Flötenfestival in Nordhorn, das das Duo NIHZ in ihrem Kulturzentrum durchführen, Bobby Rothfeld und Sanna van Elst. Und wir unterstützen die beiden wieder mit einem Gitarrenkonzert hier in der Kirche. Am Donnerstag um 19 Uhr, dort wird ein junger Gitarrist, Samuel Klemke, spielen. Ich habe ihn schon einmal gehört, der spielt wirklich wunderbar, klassischer Gitarrist. Wird bestimmt ein sehr schönes Konzert. Ich hoffe, dass auch einige aus der Gemeinde kommen werden. Wir werden auch noch mal werben. Der ist richtig gut. Und ja, schauen wir mal, wie es dann wird. Eintritt frei, es gibt eine Kollekte, mit der wir dann das Gitarrenfestival insgesamt unterstützen. Dann freuen meine Frau und ich uns, und ich denke Rainer und Katharine ebenso, wenn am Sonntag wirklich viele dabei sein werden. Es wird dann kein Gottesdienst stattfinden, sondern wirklich ein Nachmittag der Begegnung, wenn ich das richtig verstanden habe, wie der Kirchenrat das überlegt hat. Aber es gibt schon auch die Möglichkeit, uns noch mal ein paar Sätze zu sagen. Es wird auch Musik geben, Hub Solo wird dabei sein und die möchten sogar auch gerne spielen. Das freut mich natürlich besonders, wenn, ich weiß jetzt nicht genau, wer da sein wird, aber auf jeden Fall wird auch Musik vorkommen. Meine A Cappella-Truppe Wir singt wird auch in der kleinen Besetzung dabei sein. Also es gibt dann auch so ein paar Ansprachen und ein bisschen Kulturprogramm. Wird bestimmt ganz nett bei einer Tasse Kaffee. Ich freue mich besonders auch, dass ja aus der katholischen Gemeinde, weil das war ja nun ein bisschen sang- und klanglos, der Abschied. Da werden auch Vertreter dabei sein und aus Badel, wo ich eine bestimmte Funktion hatte. Und ich denke, es kann ein ganz schöner Nachmittag werden. Melden Sie sich nur eben bitte an, eintragen oder anrufen, dann wissen alle, wie es ist. Ja, gleich im Anschluss an den Gottesdienst wird Hermann Hess hier Fotos machen. Aus den Familien werden sicherlich einige auch noch gerne fotografieren. Ich bitte darum, wenn wir uns jetzt von den Plätzen wegbewegen, entweder Maske zu tragen oder zumindest auf Abstand zu achten, wenn man dann näher zusammensteht beim Fotografieren. Und dann wünschen wir euch ein ganz schönes Fest, wo auch ihr seid, beim Mittagessen, beim Nachmittagskaffee trinken und schöne Gemeinschaft miteinander. Alles Gute für diesen besonderen Tag. Nun wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Dazu bitte ich nochmal alle aufzustehen. Und dann hören wir noch das Nachspiel des Posaunenchors, der uns auch noch ein Segenslied spielt. Dazu können wir uns ja dann nochmal setzen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.